Hallo und willkommen zurück. Meine Heiserkeit der letzten Folgen müsste sich jetzt erledigt haben, denn wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Und ich habe eine recht lange Pause gemacht. Ich muss also erstmal zusehen, was ich hier noch machen muss. Da oben ist ein Wegpunkt, demnach machen wir den. Habe ich überhaupt dabei? Das Kaliber 50. Das Klebeband möchte ich doch auch mitnehmen. Ha, eine nackte Frau. Okay. Der Beschleuniger ist nirgends zu sehen. Wir müssen das restliche Gebäude absuchen. Beruhige dich, Noel. Du wusstest doch, dass das kommt. Keine Ahnung, warum du dich so aufführst. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll, Karl. Als ich den Beryllium-Beschleuniger entwickelte, hast du gesagt, dass das zum Wohl der Menschheit ist. Stattdessen finde ich heraus, dass du die ganze Zeit über vorhattest, ihn dem Militär zu übergeben. Wie schön. Komm du mal runter von deinem hohen Ross. Hast du in letzter Zeit mal die Zeitung gelesen? Da draußen herrscht Krieg, Doktor. Und wenn unsere Seite gewinnen soll, braucht sie jede Hilfe, die sie kriegen kann. Ich traue meinen Ohren nicht. Seit wann ergreift die Wissenschaft denn bitte Partei? Was haben sie dir versprochen, Karl? Geld? Politische Gefälligkeiten? Einen verdammten Orden? Das reicht jetzt. Finde ich auch, das reicht jetzt. Okay, wir müssen in den Aufzug. Tja, und sie haben wir jetzt zurückgelassen, so ein Pech. Eigentlich ein ganz guter Ausblick. Und da sage ich's und da ist er weg. Super. Und Ladezone. Hey, es sind ja beide wieder da. Schön. Dr. Fillmore. Das hatte ich für heute eigentlich nicht geplant. Da draußen ist was. Ein Hinterhalt. Sie ist da. Oh, ich bin ganz schön gesundheitsarm, fällt mir auf. Was ist denn das? Müssen wir erstmal heilen. Ich denn noch irgendwas, was noch ein paar positive Nebeneffekte hat? Anscheinend nicht. So viel Fleisch und so wenig Zeug, das was bringt. Ja, ich bräuchte hier mal ein bisschen Deckung in dem Aufzug. Das wäre mir lieber. Legendärer sogar. Wüsste ich gern, wie ich an das Zeug von dem komme. Verdammt! Gerade fing es an mir Spaß. Finde den Feind! Finde den Feind! Das ist ein ganz schön komischen Maßstab für Spaß. Ich find's interessant. Dass das kleinere Kaliber besser funktioniert. Oh, Stromausfall. Oh. Für den werde ich ein bisschen was
Größeres brauchen. Oder was Schnelleres. Meine Gesundheit geht rapide in den Keller. Okay, ich werde mal wieder zum Drogenmissbrauch übergehen. Es geht ja leider nicht mehr ohne. Ha. Oh. Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. Tja, ich habe ihn sauber umgenietet. Kann man nichts gegen sagen. Hut des Einsatzgelehrten, na danke. Ich bin zu fett, ich schaff den Sprung nicht. Ich muss einen anderen Weg suchen. Ja, herrlich. Also weiter nach unten, okay. Jetzt weiter nach oben und dann müssten wir es haben, ja. Ich glaube nicht, dass ich da runter möchte. Oh, noch ein Scharfschützengewehr. Hey, und? Ja, da bist du. Nimm das Scharfschützengewehr. Heft. Also. Schön. Das ist ein Zollstock. Naja, was soll's. Haben die nicht den Strom in die Luft gesprengt? Wie können wir einen in die Luft gesprengten Transformator oder was auch immer das da war, Generator könnte es auch sein, durch Hebel umlegen? Naja, egal. Das wär's. Geht mir doch mal aus dem Weg hier, Amateure. Irgendwo oben war da noch ein legendärer. Aber frag mich nicht, wie man da hochkommt. So jedenfalls nicht. Ja, wir müssen wohl mit dem Aufzug weiter. Obwohl, MacReady kann ja noch tragen, dann nehme ich wenigstens hier das Zeug noch mit. Wo ist er denn? Hey, brauchst du was? Ah, oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Guck mich nicht so an, trag lieber. Oh, ich hatte sogar schon einen Hut. Let's go. Wohl
Ellie. Tja, da steht eine Figur. Eigentlich müssen wir die noch holen. Eindringlinge! Tja, den hat's gesplattert. Es fällt dir ein, das zu überleben. Nein. Nicht so. Doch. Gut, wir müssen nach oben die Figur holen. Rüstung des Wissenschaftsgelehrten, naja gut. Ach komm. Ich bin fast hin. Das war ein Raketenwerfer. Bruderschaftshampelmänner sollte man wohl nicht unterschätzen. Bist du der... Oh ja, du bist der Arsch. Ja, er streckt auch wieder... Machen wir anders. Ha! Schrotflinte schlägt Raketenwerfer. Was war da? Ein Silbermedaillon. Okay. Meine Drogen sind zu Ende. Was war das? Na, du schießt. Oh oh. Wieso triffst du denn nicht? Du bist einer von der ganz hartnäckigen Sorte. Das wird nicht lang dauern. Ich könnte den Fatman nehmen, aber ich will es nicht. Okay, scheiß drauf, ich nehme den Fatman. Bevor ich hier sämtliche Heilutensilien verbrate. Jetzt wüsste ich aber mal gerne, womit die geschossen haben. Ein billiges automatisches Lasergewehr und damit richtet die... Die oder der? Der. So viel Schaden an. Na ja, gut. MacReady, du sollst mir lieber helfen. Wir nähern uns den oberen Ebenen. Jengels, der Mondaffe. Okay, ich denke, ich werde die Folge hier beenden und dann machen wir den Rest des Turms und die Mission weiter in der nächsten Folge. Bis dahin.